Liebe Freunde der gepflegten Statistik, ich habe mir den Rat von meinem Freund Ferros, wie sagt man, zu Herzen genommen, genau, und habe das Smartphone nun im Querformat, absolut sinnvoll, hätte ich auch selber drauf kommen können, ich Idiot. Er hat mir auch gesagt, die Lichtverhältnisse sind wichtig, dass sie nicht wechseln. Also bin ich vom Fenster weggetreten, wo ich mich gerne hingestellt habe, um nach draußen zu blicken und meine Gedanken schweifen zu lassen und zu sammeln. Und mein heutiges Thema soll sein die Sterbefallstatistik von Dresden. Ich hatte vor einigen Wochen eine Petition gestartet. Online kann jeder selber machen, kann ich nur jeden dazu aufrufen, denn das Petitionsrecht ist eins der wenigen Grundrechte, die uns noch verblieben sind in der wunderschönen aktuellen Corona-Krise, Pandemie, tödliche. Ich habe also zwei Petitionen gestartet. Eine Mal wollte ich eine Statistik haben, und zwar pro Quartal, wie sich dann das Sterbealter in Dresden verteilt. Und dann wollte ich noch haben eine Todesursachenstatistik. Und heute habe ich die erste Antwort bekommen vom entsprechenden Fachamt. Ich weiß gerade nicht, welches es war. Und da hat man mir gesagt, dass es eine Statistik nach Sterbealter schon gäbe. Habe ich gestutzt, habe ich nicht gefunden. Und dass man das also zukünftig tatsächlich quartalsweise machen wird. Und dass es auch auf dem Open Data Portal veröffentlicht wird, wie ich mir das gewünscht hatte. Also Petition hat soweit erstmal geklappt. Was mich etwas irritiert ist, ich hatte sie explizit an den Petitionsausschuss gerichtet mit der Formulierung, der Stadtrat möge den Oberbürgermeister beauftragen. Ich wollte also, dass sich der Petitionsausschuss tatsächlich damit beschäftigt, und so wie das aussieht, geht also diese Petition am Petitionsausschuss vorbei. Sie wird erfüllt, aber sie wird eben nicht von der Politik besprochen. Ja, nehme ich erstmal so zur Kenntnis, Dirk Hilpert, lieber Oberbürgermeister. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wo könnte ich das finden? Und dann bin ich nochmal auf die Seite von der Bevölkerungsbewegung gegangen. Jetzt muss ich mal ganz kurz meine Tür zumachen. Es scheppert mir zu laut. So, draußen hämmert auch jemand im Garten. Das Leben kehrt zurück in die äußere Neustadt. Die Menschen gehen in den Garten. So, also, ich bin fündig geworden. Ich wusste das nicht, muss ich ehrlich sagen. Mein Fehler. Es gibt bereits eine Todesursachenstatistik. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, die für 2019. Und die wurde dann also letztes Jahr im Jahr 2020 veröffentlicht. Und dort ist auf einem von, ich glaube, 20 oder 30 Tabellenblättern, also es sind richtig viele, eine Excel-Tabelle, also wirklich Tabelle. PDF gibt es auch, aber eben auch eine Excel-Tabelle. Und dort wird also aufgeführt nach Jahren von 1999 bis 2019, also 21 Jahre, woran denn die Menschen in Dresden gestorben sind. Und das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Infektionskrankheiten, Selbsttötungen sind auch dabei, Sterbefälle durch äußere Gewalt, also ich würde sagen sowas wie Mord und Totschlag. Ich werde also die Tabelle unter dem Video in der Beschreibung verlinken. Und wir dürfen also sehr gespannt sein. Das Jahr 2020 wird demnächst in dieser Tabelle auch auftauchen, oder es wird eine neue Tabelle geben. Und dann werden wir sehen, wie sich die Corona-Toten, die sogenannten, ob an oder mit Corona verstorben, wie sich das tatsächlich auf die Sterblichkeit ausgewirkt hat, weil ich den großen Verdacht habe, dass sowohl die Kreislauferkrankung als auch die Herzerkrankung als auch die Krebserkrankung, hatte ich vorhin vergessen, diese Zahlen korrelieren ja alle miteinander. Man verstirbt ja in der Regel nur an einem und nicht an mehreren Gründen. Also Selbsttötung und verstorben an Krebs schließt sich meiner Meinung nach aus. Das heißt, wir werden demnächst sehen können, ob denn die Corona-Toten dazu geführt haben, dass es auf einmal weniger Krebstote gab, Herzkranke, Infektionskrankheiten, whatever. Und ich bin mir sehr sicher, dass das passieren wird, weil man sehr viele Tote zu Corona-Toten erklärt hat, weil man es nicht genauer wissen wollte und weil es die Panikmache der Politiker vorantreibt. Also, Tabelle wird unten verlinkt, und ja, ich war heute schön an der Elbe und habe Müll eingesammelt. Ich glaube, zwei oder drei oder
zwei oder drei Hundekacktüten, also keine allzu großen Beutel, aber ich habe eine ganze Menge Plastik gesammelt und vieles deutet darauf hin, dass es tatsächlich vom Hochwasser kam, also dass es nicht Menschen weggeschmissen haben dort vor Ort, sondern dass es das Elbe-Hochwasser dort angespült hat. Ich habe auch ein paar Scherben aufgesammelt, also zwischen der Neustädter Fähre und dem Wasserwerk Tolkewitz, der Saloppe. Und so habe ich heute also eine gute Tat getan. Mit einer Freundin und ihrem Hund war ich unterwegs und wir haben zusammen dann Müll aufgesammelt, haben uns schön unterhalten. Schönes Wetter, der Hund hatte Spaß und ja, genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Na?